Da ist noch gar nichts drauf, du kleiner Geier. Ja, gib gleich Futter. Guck mal hier, ist ein Stück Kerbel. Ein Stück. Ein Blättchen. Ist das nicht gut genug? Nee, nur die leckeren Haferflöckchen hier, ne? Da. Ihr müsst euch noch ein kleines bisschen gedulden. Ist das in Ordnung? Die Teller sind leer, das sieht man doch. Hä? Ja, gleich, Betsy, gleich. Ich bin momentan nicht sonderlich aktiv auf YouTube und auch sonst, also nicht so gesprächig auf jeden Fall. Ich habe auf Instagram ja schon erklärt, woran das liegt. Und zwar, weil Betsy ziemlich krank ist. Der hat ja schon seit einer Weile chronischen Schnupfen. Und jetzt haben wir festgestellt, anhand eines Röntgenbilds, dass er noch Arthrose hat, weil er halt die Hinterläufe manchmal nicht so bewegen will. Ich habe erst gedacht, die versteifen irgendwie so, aber das ist halt von der Arthrose. Ich war jetzt die Tage mit ihm mehrmals in der Tierklinik und muss auch regelmäßig jetzt Medizin bekommen. Das mache ich hier gerade fertig. Normalerweise mache ich das in der Küche, aber da ist das mit der Belichtung immer so blöd. Deswegen sitze ich jetzt hier gerade vor meinem Bett. Also durch den chronischen Schnupfen zum Beispiel hat er immer Probleme mit den Augen. Die sind manchmal so ein bisschen entzündet. Da kriegt er hier so Augentröpfchen. Geiert hier sowieso schon gerade rum. Hier ist er, der kleine Pups. Das muss er 4-mal am Tag bekommen. So. Und dann kriegt er wegen der Arthrose noch Schmerztabletten. Tabletten sage ich schon, Tropfen. Die mische ich ihm immer ins Futter. Ist halt immer so ein bisschen schwierig, Kaninchen sowas unterzujubeln. Deswegen, weil es halt solche Tropfen sind, mische ich da immer Haferflocken. Aber nur so ein ganz kleines bisschen, weil soll man nicht so viel von geben. Und dann tropfe ich das einfach so darüber. Nur einen Tropfen, so. Dann kann man das ganz leicht unterjubeln. Da kommt die kleine Tulla schon an, weil die nämlich geil auf Haferflocken ist. Komm her, kleine Ziege. Komm. Wolltest doch gerade unbedingt. So, dann kriegt Betsy jetzt noch seine. Durch die Arthrose bewegt er sich jetzt auch nicht mehr so mega viel wie früher. Deswegen. Nee, du hast deinen Teller da. Du geh mal weg. Deswegen habe ich hier alles noch weicher ausgelegt. Nein, als es sonst eh schon der Fall ist. Nein. So. Weil er dann halt auch manchmal umfällt. Deswegen liegen hier überall Teppiche und Decken. Weil ich die halt auch jeden Tag wechseln muss. Und wenn ich genug habe, wasche ich die halt. Weil Betsy ist jetzt in letzter Zeit so ein kleines bisschen unsauber auch geworden. Deswegen also besonders stark auf Hygiene achten natürlich. Wo ich das natürlich auch sonst tue. Und deswegen, ich habe schon überlegt, ob das vielleicht daran liegt, dass er nicht mehr so richtig aufs Klo kommt. Weil es ist ja so eine Unterschale von einem Käfig. Ich zeige euch mal kurz, was ich gemacht habe. Hier ist jetzt ein bisschen dunkel. Das ist ja diese Unterschale vom Käfig. Und da habe ich jetzt hier so ein Stück rausgesägt, damit das einigermaßen eben ist. Handtuch drüber gelegt, wegen den scharfen Kanten. Und jetzt denke ich, dass er da besser drauf kommt. Jetzt habe ich hier alles voller Haare. Ja, also der Pflegeaufwand momentan ist echt krass. Jetzt kommst du schon wieder an, du kleiner Geier. Es gibt nichts mehr. Erst wieder heute Mittag. Heute Mittag gibt es die nächste Dosis. Ich muss natürlich beiden Haferflocken geben, weil ich kann ja nicht nur Betsy das geben. Das wäre ja unfair. Und jetzt warten sie schon darauf. Ne, das dauert noch ein bisschen. Heute Mittag kommt die nächste Dosis. Ja, Tierarzt, also wie gesagt, wir waren halt ziemlich häufig in der Tierklinik jetzt, wegen dem Schnupfen nochmal. Und ich inhaliere jetzt momentan ziemlich viel mit Betsy. Ich muss das ja auch machen wegen meinem Schleim im Hals. Ich habe ja so ein Inhalatorgerät. Das mache ich dann mit ihm jetzt einfach auch. Kann man ihm einfach so vor die Nase halten mit Kochsalzlösung. Ist ganz praktisch. Zu trinken mache ich jetzt immer Kräutertee mit in den Napf rein. Auch nochmal ganz gut. Und also sie kriegen ja sowieso immer relativ viel frisches Grün und so weiter. Und da achte ich jetzt halt besonders drauf, dass wenn ich jetzt Kräuter sammle oder auch kaufe, dass ich dann halt vermehrt darauf achte, dass die zu sein, also dass sie Linderung verschaffen für ihn. Also es gibt halt Kräuter, die sind ganz gut für die Gelenke und für die Atemwege, wirken sich da positiv aus oder entzündungshemmend wirken. Ich habe jetzt hier nur noch ein bisschen Koriander und Minze. Gucken wir mal, ob die darauf Bock haben. Ja, du hast immer auf alles Bock, ne? Du kleines verfressenes Monster, du. Komm her. Belzi. Belzchen. Nur noch am Pennen. Hier,
frische Kräuter. Schnuppi. Ne, Schnuppi hat jetzt keinen Bock. Schnuppi möchte pennen. Ja, also wie gesagt, wir waren ziemlich häufig in der Tierklinik jetzt, haben alles Mögliche gemacht. Ich muss jetzt noch Donnerstag mal in der Tierklinik anrufen, weil wir eine Kotprobe abgegeben haben vom Belzi. Mal gucken, ob da irgendwie was ist. Ja, Röntgenbild und so weiter. Kostet halt alles Geld. Nur für diese Laboruntersuchung 87,26 Euro bezahlt. Und letztens war ich noch da, da habe ich auch nochmal, also Medikamente und Behandlung wird immer getrennt abgerechnet. Da habe ich einmal nochmal, ich glaube, 25 Euro oder so bezahlt und dann nochmal irgendwie 80 Euro für Medikamente und Behandlung. Geht halt schon ins Geld, ne? Aber so ist das halt. Wenn die Tiere halt älter werden, dann muss man halt auch damit rechnen, dass sie krank werden, ne? Jetzt habe ich hier gerade Ingwer. Ein dickes Ding habe ich gekauft. Das werde ich jetzt mal kurz ein bisschen schälen. Also klein raspeln. Ingwer ist halt auch ziemlich gut für die Atemwege und für die Gelenke. Das ist ein Allround-Produkt jetzt gerade für Belzi. Ich kriege ziemlich viel Ingwer. Pur mögen sie es allerdings nicht so. Wahrscheinlich, weil er so ein bisschen scharf ist. Aber man kann das ganz gut mit so einer reifen Banane mischen. Also so eine halbe Banane. Einfach alles so zermatschen. Zu so einer Pampe verrühren mit dem Ingwer. Oh, frischer Ingwer. Riecht gut. Jetzt habe ich hier eine reife Banane. Nehmen wir uns die Hälfte. Zum Beispiel etwas, was ich sonst normalerweise auch nicht so geben würde. Zumindest nicht in so größeren Mengen. Also allgemein Obst jetzt. Wegen halt Zucker und Dickmacher und so. Aber jetzt gerade so bei Belzi ist es auch egal. Also er ist halt alt und krank. Den kann man jetzt ruhig mal ein bisschen verwöhnen. So sieht das jetzt aus. Sehr lecker. So, das stelle ich euch auch noch dazu. Könnt ihr gleich futtern, wenn ihr Bock habt. Ne? Lass mich in Ruhe, Alter. Ich will jetzt fressen. Jetzt steht die wieder schief. Egal. Ja, wie ihr schon merkt, bin jetzt gerade nicht so mega so, yeah, willkommen zum neuen Video. Was ja irgendwie klar ist, ne, wenn die Tiere krank sind und man nicht weiß, also jetzt mit der Arthrose, es wird halt auch mit der Zeit nur schlimmer und nicht besser. Und wenn das jetzt so schlimm wird, dass er die Hinterläufe irgendwann gar nicht mehr bewegt, muss man natürlich mal über den nächsten Schritt nachdenken, ob man dann nicht vielleicht sagt, einschläfern ist besser. Wir wissen halt jetzt nicht, wie lange das noch so weitergeht, aber ja, man rechnet halt so mit dem Schlimmsten, ne? Das ist halt, wenn sich das in so kurzer Zeit so verschlechtert, er ist halt auch schon alt, ne? Wir wissen, dass er mindestens 8 ist, aber er kann auch noch älter sein. Also wir wissen es anhand des Impfpasses, den er hat, dass er das, also vom Tierheim aus 2010 das erste Mal geimpft wurde, aber das heißt ja nicht, er kann ja auch schon erwachsen gewesen sein, da. Das heißt ja nicht, dass er da geboren wurde. Von daher weiß man das nicht sicher. Also 8 ist schon für ein Kaninchen nicht schlecht. Aber ja, so ist das halt. Wenn man älter wird, dann kriegt man oft irgendwelche Problemchen. Man wird krank. Ich glaube auch, dass er nicht mehr so gut sieht. Also ich habe das jetzt schon öfter mal gehabt, dass er so, wenn jetzt irgendwas im Weg steht, was normalerweise nicht da steht, dann rennt er da schon mal gegen. Jedenfalls bin ich halt momentan nicht so, habe ich momentan nicht so Bock, mich vor eine Kamera zu setzen. Das ist jetzt so eine kleine Ausnahme. Ich wollte euch mal kurz so ein Update geben, was halt so bei mir los ist. Ich denke mal nicht, dass in nächster Zeit Videos kommen werden. Vielleicht auch doch. Also vielleicht habe ich morgen irgendwie einen guten Tag und denke mir, ja, jetzt habe ich Bock. Aber ich denke mal eher nicht. Ich wollte jetzt eigentlich noch in nächster Zeit ein paar Videos fertig machen. Aber jetzt momentan ist mir einfach nicht so nach, hey, willkommen zum Video. Mal gucken. Also ich werde jetzt sicherlich nicht irgendwie ein paar Monate Pause machen. Aber ich versuche ja schon relativ regelmäßig mindestens einmal die Woche was zu drehen. Und wie ihr schon gemerkt habt, momentan ist das halt so, da kommt halt wirklich nur einmal die Woche was oder mal alle irgendwie so 10, 14 Tage teilweise. Mal gucken, wann das wieder ein bisschen regelmäßiger wird. Und was haben wir denn heute Mittwoch? Also morgen kann ich in der Tierklinik anrufen. Da bin ich ja mal gespannt, was die Kotprobe ergeben hat. Boah, bei mir schlägt momentan die Allergie auch voll durch. Ich merke, dass ich bin so richtig wie erkältet und dass ich nicht erkältet bin. Also so ein bisschen Nase zu. Ein bisschen so dieses matte, abgeschlagene. Und nein, es ist kein B12-Mangel oder irgendwas Mangel. Meine Blutwerte sind wie immer fantastisch. Es ist einfach nur durch die scheiß Allergie. Ach ja, mal gucken, was noch so in der nächsten Zeit passiert. Vor allem mache ich mir halt jetzt schon Gedanken, so was ist, wenn Belzi jetzt wirklich eingeschläfert wird. So, dann habe ich ja nun mal noch ein zweites Gang. Hole ich dann einen neuen Partner direkt? Weil eigentlich, also möchte ich jetzt auch nicht mein Leben lang Kaninchen halten. Ich mache das ja jetzt schon ziemlich lange. Ich habe mir halt schon vor Jahren überlegt, so wenn Belzi mal stirbt, dann gebe ich die Haltung auf. So, dann ist halt die Frage, was macht man mit dem zweiten Kaninchen? Im besten Fall sucht man halt jemanden, der schon Kaninchen hat.
vielleicht sogar mit Garten und gebe das Tier dann dahin ab. Mal gucken, das weiß ich jetzt noch nicht. Tierheim ist immer so ein bisschen schwierig, weil Tierheim denke ich mir immer, du weißt halt nie, wohin das Tier vermittelt wird. Und nachher hängt die dann da in so einem scheiß Käfig, da habe ich gar keinen Bock drauf. Alleine halten kann man die natürlich auch nicht. Das heißt, entweder Partner oder abgeben. Ich weiß nicht, muss ich mir langsam mal schon drüber Gedanken machen. Ja, da mache ich mir jetzt erstmal gar keine Gedanken. Also bei Belzi ist es auch so, gestern hat er so einen schlechten Tag gehabt. Heute ist er wieder relativ fit. Heute hoppelt er wieder relativ normal. Es ist halt so ein bisschen wie, jetzt mit einem Betrunkenen zugucken. Also er schwankt dann mal so ein bisschen, ist so ein bisschen unsicher auf den Beinen. Also er hat dann so Gleichgewichtsstörungen wie, also so in etwa. Und gestern hatte er zum Beispiel so eine Phase, da hat er die Hinterläufe gar nicht mehr bewegt und ist dann so nur auf den Vorderbeinen umhergerobbt. Und das zu sehen ist halt echt nicht so angenehm. Aber naja, man weiß halt nie, wann es dann letztendlich zu Ende ist. Ich denke, es gibt einfach bei der Arthrose mal gute Tage, mal schlechte Tage. Naja, man kann sich schon vorstellen, dass es natürlich auch nicht so einfach ist, das so mit anzusehen und nicht zu wissen. Muss man morgen vielleicht schon in die Tierklinik wieder? Naja, ich wollte euch eigentlich immer nur so kurz ein Feedback geben. Ich habe das ja auf Instagram schon erwähnt, dass er halt momentan so ein bisschen krank ist. Und ja, einfach nur, dass ihr mal so ein bisschen wisst, was los ist. Also momentan ist mir halt nicht so nach Social Media. Also ich poste zwar, also gerade auf Instagram schon jeden Tag was, aber bin jetzt nicht so richtig gesprächig und habe jetzt halt irgendwie nicht so Bock, ja, jetzt so anzutun auf so, hey, ist so voll schöner Tag heute und so. Also ich bin ja immer so, dass ich ein paar Fotos auf Vorrat sozusagen mache, damit ich halt, sagen wir mal, so eine Woche meine Ruhe habe und dann nur noch die Bilder halt posten muss. Aber jetzt habe ich bald keine aktuellen mehr. Das heißt, ich muss dann eigentlich mal wieder welche machen. Und man glaubt gar nicht, wie man sich da stresst. Der ein oder andere wird vielleicht sagen, ja, ist doch nur Social Media und so, ne? Aber ist halt irgendwie auch wichtig, dass man dann immer aktuell ist und regelmäßig was postet, weil der Algorithmus einen sonst fickt. Bei mir ist Instagram sowieso irgendwie komisch schon die ganze Zeit. Also ich habe irgendwie, ich habe momentan, mal eben nachgucken, 33.000 Abonnenten. Und meine Reichweite ist so schlecht einfach nur. Also ich habe das Gefühl, kaum einer sieht meine Posts. Also jetzt nicht, dass ich mir irgendwie, also das ist jetzt wirklich schlimm, wäre so, oh mein Gott, mein Instagram-Kanal läuft nicht, Hilfe, ich muss mir das Leben nehmen. Also so jetzt nicht, aber man fragt sich halt schon so, warum das so ist. Also bei anderen ist die Reichweite so mega und bei mir ist die halt irgendwie so schlecht und keiner sieht meine Posts. Und dann hat man so verhältnismäßig wenig Kommentare und Likes, was mir also nicht nur wichtig ist, aber trotzdem fragt man sich halt so, warum das so ist. Und dann hat man irgendwie auch gar keinen Bock mehr, irgendwas zu posten. Das sind halt so Kleinigkeiten, die mich normalerweise im Alltag überhaupt nicht jucken würden, aber wenn man dann eh schon down ist, weil irgendwie alles den Bach runtergeht, und dann kommen diese Kleinigkeiten noch dazu, dann ist es irgendwie immer, weiß nicht, dann hat man irgendwann so gar keine Motivation mehr, irgendwas zu machen. So geht's mir momentan. Ich habe irgendwie gar keinen Bock, Videos zu drehen. Ich habe gar keinen Bock, irgendwie Fotos zu machen. Und ich weiß nicht, man hat irgendwie so gar keinen Bock mehr. Man hat einfach, man verkriegt sich einfach nur noch. Das ist halt, wenn so alles aufeinander kommt und dann, weiß ich nicht, ich bin sowieso so anfällig für so negative Geschichten, habe ich das Gefühl. Also bei mir ist immer so, wenn so ein paar Sachen zusammenkommen, dann ist immer so die Laune im Keller. Tut mir leid für die schlechte Qualität, meine Vlogkamera ist einfach scheiße. Ich weiß auch nicht, ich brauche mal eine richtig gute Vlogkamera. Falls ihr eine wisst, die so eine richtig gute Qualität hat, aber jetzt nicht unbedingt so 1000 Euro kostet. Auch die Tonqualität ist so ätzend. Sorry dafür, aber ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut.